Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Die Säulen der Erde. Nun, wir müssen irgendwelche Beweise finden, mit denen wir die Hinrichtung, oder die Hinrichtung sage ich, es ist im Grunde eine Hinrichtung, womit wir verhindern müssen, können, dass Prior Philipp oder dass Philipp auf den Scheiterhaufen kommt. Nun, wie machen wir das? Ich habe hier diese Karte bekommen jetzt. Jacks Vater, Bischof Wallowin. Jacks Vater, wenn er noch am Leben wäre, könnte er unser Zeuge sein. Vielleicht kann er das immer noch. Mutter sagt, Wallowin steckte hinter dem Tod meines Vaters. Und sie sagte, er war nicht allein. Drei Männer waren für den Tod deines Vaters verantwortlich. Bischof Wallowin, Percy Hamley, damals war er der Vogt von Shiring, und Prior James von Kingsbridge. Wenn sie alle dort waren, waren sie alle Zeugen. Und nur Wallowin ist noch am Leben. Kaum ein Zufall. Warum würden diese drei sich zusammentun, um deinen Vater an den Galgen zu bringen? Er war auf dem weißen Schiff. Alle an Bord sind ertrunken. Es gab keinen, der berichten konnte, was geschehen war. Bis auf ihn. Er war der einzige Zeuge. Und dann haben sie ihn umgebracht. Warum? Was ist denn das weiße Schiff? Und was ist mit dem Schiff? Mein Vater hatte schon immer England sehen wollen. Er war der einzige Überlebende, als das weiße Schiff sank. Was hat denn das weiße Schiff mit Percy zu tun? Oder mit Bischof Wallowin oder mit Prior James? Warum sollten Wallowin, Percy und James sich wegen des weißen Schiffes sorgen? Der Sohn und Erbe König Heinrichs war an Bord. Und auch andere mögliche Erben und Mitglieder des königlichen Hofes. Ich hörte, Stefan von Blois, der Neffe des Königs, habe das Schiff verlassen, bevor es ablegte, weil er krank geworden war. Er war der einzige männliche Erbe. Die einzige Bedrohung waren Mathilde, die Tochter des Königs, und ihr Halbbruder, Graf Robert. Und sie führen seitdem Krieg gegeneinander. Und dein Vater, Graf Bartholomäus, er war eine Bedrohung. Er hat versucht, Stefan aufzuhalten und dafür mit dem Leben bezahlt. Vielleicht hat mein Vater auf dem weißen Schiff etwas gesehen. Einen Beweis, dass Stefan damit zu tun hatte. König Stefan? Was ist mit dem König? Wenn Stefan für den Untergang des weißen Schiffs verantwortlich war, dann wäre ihm daran gelegen gewesen, den einzigen Zeugen des Untergangs mundtot zu machen. Aber er hätte es natürlich nicht selbst getan. Nein. Sondern Prior James, warum hat er sich davor versteckt? Glaubt ihr, dass der König James befohlen hat, meinen Vater festzunehmen? Nein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass James von seinem Vorgesetzten, Erzdiakon Wallowin, dazu angestiftet wurde. Und Erzdiakon Wallowin war viel mehr in politische Machenschaften verstrickt als James. Stefan hat behauptet, es sei Gottes Wille gewesen, dass er nicht auf jenem Schiff war. Dass er als einziger männlicher Erbe übrig blieb. Das war nicht Gottes Werk. Ich wette, Stefan hatte beim Untergang des Schiffes die Finger im Spiel. Nun stellt euch vor, was geschehen wäre, wenn er erfahren hätte, dass jemand überlebt hat. Jemand, der gesehen haben könnte, was in jener Nacht wirklich geschehen ist. Wenn der König selbst hinter der Sache steckt, welche Chance haben wir dann, Wallowin aufzuhalten und Philipp zu retten? Wir müssen unser Bestes tun. Steckt König Stefan hinter der Sache? Was ist dann mit seinem Bruder, Bischof Henry? Wenn der König selbst hinter der Sache steckt, welche Chance haben wir dann, Wallowin aufzuhalten und Philipp zu retten? Wir müssen unser Bestes tun. Das hatten wir schon. Der König von England, ein skrupelloser Mörder? Ist das hier nur Trial and Error? Wenn das weiße Schiff eine Rolle spielt, dann wurde Wallowin womöglich von König Stefan angestiftet, deinen Vater zu töten. Aber damals war er noch nicht König. Warum sollte Wallowin ihm Gehör schenken?
Ihm wurde versprochen, er würde Bischof werden. Natürlich. Bischof Henry ist Stephans Bruder und war schon damals einer der einflussreichsten Kirchenmänner in ganz England. Aber wenn Bischof Henry in der Sache mit drinsteckt, welche Chance haben wir dann, den Prozess zu gewinnen? Es ist ein öffentlicher Prozess. Wir wollen nur, dass Philip freikommt. Wir finden einen Zeugen und nehmen Walleran auseinander. Henry wird mitspielen müssen, um unschuldig zu erscheinen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Es ist unsere einzige Chance. Gut, und wie... Okay, das geht mir jetzt auf den Geist hier. Kaum ein Zufall, dass alle Erben des Königs auf jenem Schiff starben. Vielleicht wusste mein Vater, was da geschehen ist. Walleran, Percy und James könnten für die gearbeitet haben, die das weiße Schiff versenkten. Mein Vater hatte recht, was Stephan betrifft. Oh, das ist jetzt doof, dieser Part. Die drei Mörder meines Vaters könnten für einen vierten gearbeitet haben. Jemanden, der ein Interesse daran hatte, die Erben des Königs zu ertränken. Mein Vater hat den Schiffbruch überlebt. Aber die hinter dem Untergang des Schiffs steckten, haben ihn am Ende getötet. Der König von England. Mein Vater hatte recht. Das weiße Schiff. Hätten die an Bord alle überlebt, hätte es keinen Krieg, keine Anarchie gegeben. Mein Vater wäre noch am Leben. Und meiner. William Hamleys Vater. Bischof Walleran steht im Zentrum von allem. Kaum ein Zufall, dass alle... James war der Prior. Aber wir wissen, dass das nicht wahr ist. Denn wir haben ihn gefunden. Philip hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. So, und hier kommt schon noch was hin, der Kelch. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Also haben Walleran und die anderen behauptet, dein Vater habe einen Kelch aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Und dass er ihn verkauft hat. Ja. Wir wissen, dass das nicht wahr ist, aber wir brauchen einen Zeugen. Es ist der einzige Weg, um Philip zu helfen. Vielleicht hat Stephan nie selbst den Plan geschmiedet, deinen Vater zu hängen. Du meinst, Walleran hat das getan, weil er Gerüchte hörte und sich bei Stephan und Bischof Henry einschmeicheln wollte. Mag sein. Der Kelch wurde benutzt, um den letzten Überlebenden des weißen Schiffes zu töten. Ja. Philip sagte, Prior James sei ein ehrenwerter Mann gewesen. Vielleicht hat Walleran ihn gezwungen, deinen Vater zu beschuldigen. Vielleicht. Das könnte erklären, warum James von Schuldgefühlen geplagt wurde. Die Mönche haben erzählt, James glaubte, der Teufel wäre hinter ihm her. Der Kelch war der Grund, weshalb dein Vater in Shiring gehängt wurde. Aber Percy hat ihn nicht wegen Diebstahls festgenommen. Das war Prior James, richtig? Ja. Was ist jetzt mit Prior James? Dein Vater war in unserer Priorei eingesperrt worden. Es ist unwahrscheinlich, dass Prior... Walleran, Percy und James können... Das hatten wir schon. Wie stehen James... Außer durch Bischof Walleran. Ja, er brauchte James, um meinen Vater festzunehmen. Und Percy Hamley, um ihn zu hängen. Jetzt sind alle beide tot. Das kann kein Zufall sein. Und was ist mit Prior James und Walleran? Walleran war noch nicht Bischof, als die Hinrichtung stattfand. Er war Erzdiakon. Das hat Philip gesagt. Aber James musste trotzdem tun, was Walleran ihm auftrug? Das ist sehr wahrscheinlich. Oh Mann! Der Kelch und das Schiff. Dein Vater ist die Verbindung.
Genau. Wenn mein Vater nicht nach England gekommen wäre, wäre nichts von all dem geschehen. Vielleicht. Oder es wäre vielleicht jemand anderem geschehen. Das ist wahr. Walleran hätte andere Opfer gefunden. Er trägt die Schuld an allem. Und wir werden das beweisen. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich noch drücken soll. Stefan selbst hat diesen Kelch vermutlich nie gesehen. Wenn der König selbst hinter der Sache steckt... Wir müssen uns... Der König von England. Das hatten wir auch schon. Ich glaube nicht, dass der König... Sonst hätte es... Ist es möglich, dass Stefan Walleran beauftragt hat, Jacks Vater zu... König Stefan und Prior James stehen... Okay, das hatten wir alles schon. Vater. Kaum ein... Wir werden wohl nie beweisen können, dass der Untergang kein Unglück war. Der Kelch wurde benutzt, um den letzten... Ja. Die drei... Walleran? Die drei... Walleran und James... Sie sorgten dafür. Ich meine, was muss ich denn hier noch drücken? Den Kelch gesehen. Der Genau. Percy. Walleran. James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt. In der Krypta. Wir haben dort unten James Geißel und ein Bett gefunden. Die geheime Kammer ist wichtig. So, die Kammer. Kommt der Sache näher. Warum wurde der Kelch versteckt? Und von wem? Du sagtest, Prior James habe seine Tat bereut. Er konnte den Kelch vermutlich nicht einfach zerstören. Nicht einmal, nachdem er ihn dazu benutzt hatte, deinen Vater zu beschuldigen. Es war immerhin ein Messkelch. Und ein Zeichen für das, was er getan hatte. Ob der König wohl von der geheimen Kammer gewusst hat? Nein. Wenn Walleran nicht davon wusste, wusste der König es auch nicht. Und Walleran wirkte echt überrascht, als ich sie erwähnte. Ich bin sicher, Percy wusste, dass die Anklage falsch war. Aber ich bezweifle, dass er etwas mit dem Versteck des Kelchs... Die Mönche hätten bemerkt, wenn Percy Hamley eine geheime Kammer in der Krypta der Kathedrale gegraben hätte. Also hat jemand anderes James und den Kelch versteckt. Jemand, der sich in der Priorei auskannte. Und der unerkannt in der Priorei umhergehen konnte. Alle dachten, Prior James sei tot. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt... Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? So Prior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher dachten alle, der Leichnam sei fortgespült worden. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Aber welche Rolle spielt Remigius dabei? Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walleran Philipp zum Prior machte. Walleran und Remigius kannten sich. Das erklärt, warum Walleran Remigius später zum Prior von Shiring gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walleran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was sie getan hatten. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walleran hat das nie erfahren. Ja, das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shiring herumlaufen. Er hat recht. Gut, dann muss Jonathan halt Remigius finden. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und... Das war jetzt aber ein ganzes Stück Arbeit. Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung.
Remigius, wo steckst du? Gut, wo könnte er sich aufhalten? Am Scheiterhaufen? Oder bei den Leuten? Niemand darf sich dem Scheiterhaufen nähern. Warum nicht? Befehl von Bischof Henry. In Ordnung. Oh, wir haben hier noch mehr Punkte. Großes Haus. Der Bischofspalast, eine Menschenmenge. Schenkenviertel. Vielleicht besäuft er sich da. Hallo? Sie sind alle fort. Oh. Ja, geh mal zum Palast. Das dauert jetzt natürlich ein ganzes Stück. Oh, geht er doch nicht hin so weit. Da guck dir erstmal das Haus an. Okay, sind alle weg. Alle hier. Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philipp? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren! Seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihnen, Bruder! Wir richten ihn nicht! Aber Gott wird es tun! Oh, das ist er doch. Ab ins Haus. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Doch. Warte. War er das nicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Irgendjemand verfolgt ihn. Haben wir denn hier Alfred? Habt ihr einen Priester hier entlang kommen sehen? Vater Remigius? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Trotzdem danke. Das ist Alfred. Hey. Ja? Du bist Jonathan, nicht wahr? Ja, das stimmt. Und wer seid ihr? Ist egal. Aber da ist etwas, das du wissen solltest. Tom Bilder. Er hat dich ausgesetzt, weil deine Mutter starb. Er sah keine Möglichkeit, dich zu ernähren. Er dachte, er hätte keine andere Wahl. Woher wisst ihr dies alles? Eine Stunde später hat er nach dir gesucht, aber du warst fort. Und als er dich schließlich in Kingsbridge gefunden hatte, hat er sich immer um dich gekümmert. Aber er dachte, er hätte nicht mehr das Recht, dein Vater zu sein. Wer seid ihr? Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich bete, dass sie Philipp nicht verbrennen. Er ist ein guter Mann. Können wir heimgehen, Papa? Ja, gehen wir heim. So, wäre das auch geklärt? So, aber jetzt doch hier in die Kirche. St. George ist ja gegangen. Gehen wir da mal rein. Hallo? Die Tür ist offen. Ist jemand da? Ihr hattet eine Aufgabe. Timothy, wer ist das denn? Nein! Unser Bischof ist sehr, sehr verärgert. Oh, die hängen ihn auf. Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Wirkt ein bisschen verrückt. Nein! Bleib weg! Das geht dich nichts an! Er darf doch jetzt nicht sterben! Wir können die Beweise nie beweisen! Wer hat euch das befohlen? Niemand! Ich, Oh, der ist schon von der Kirche gefallen. Timothy, der ist jetzt hin. Ich werde es dir sagen. Ich
werde es allen sagen. Habt so, die Verhandlung geht weiter. Und wir haben einen Zeugen. Prior von Shiring. Wo ist Timothy? Was Sie gesagt haben, ist wahr. Bischof Wolleran wollte den Spielmann Jack Sherberg tot sehen. Er befahl unserem Prior James, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Und das hat er getan. Das ist eine Lüge! Ist dem so? James hat über seine Tat den Verstand verloren. Er war drauf und dran, allen die Wahrheit zu sagen. Und dann befahlt ihr mir, ihn zu töten. Unsinn! Lasst ihn sprechen! Ich konnte es nicht. Ich habe ihn versteckt. Aber er starb bei dem Brand. Jack hat ihn gesehen. Er war es. Ich habe seine Gebeine nach dem Brand gefunden. Ich habe sie vergraben. Ihr solltet dem ein Ende setzen, Henry. Das meine ich ernst. Warum sollte ich? Ihr solltet dabei auch an euch selbst denken. Ihr habt das alles gewusst. Was sollte es mich angehen, ob dieser Spielmann stirbt oder nicht? Euren Bruder ging es an. Der Spielmann hat den Untergang des Weißen Schiffs überlebt. Er hat gesehen, wie euer Bruder die Familie des Königs ausgelöscht hat, damit er den Thron besteigen konnte. Das ist lächerlich. Bischof Henry und König Stefan haben uns aufgetragen, diesen Mann zu töten. Ihr wollt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Die reine Wahrheit. Das stimmt nicht. Oh, Wiener. Wolleran ist ein Lügner. Regan. Regan Hamley. Wer ist das? Regan Hamley. Die Wahrheit. Die Strafe, eine Hexe. Ersäuft sie, verbrennt sie. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben. Diese Frau, Ellen, sie hat die Wahrheit gesprochen. Drei Männer waren verantwortlich für den Tod des Spielmanns. James, der Prior von Kingsbridge. Der Vogt, mein Gatte. Percy Hamley. Aber es war Wolleran, der dahinter steckte. Und nur Wolleran. Nein! Er hatte Gerüchte gehört. Über das Weiße Schiff. Über unseren König. Er hatte gehofft, die Gunst des Königs zu gewinnen. Indem er einen Unschuldigen hängen ließ. Aber ich war's nicht allein. Sie haben es gewusst. Ich glaube, die Verhandlung dreht sich gerade ein bisschen gegen ihn. Ist Philipp jetzt frei? Das ist dafür, dass ihr meinen Mann getötet habt. Es war Wolleran. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Was wollen Sie mit dir machen? Ja. Mein Gott. Es ist vorbei. Ich danke euch, Lady Hamley. Der Mönch muss seine Lektion lernen. Was? Der Papst würde euch zustimmen. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Philipp hat sich nicht als schuldig erklärt. Aber er hat die Lehren und die Autorität der Kirche in Frage gestellt. Die Feuerprobe wird stattfinden. Oh nein, warum denn? Um zu zeigen, dass die Kirche nicht über Gott steht. Um zu zeigen, dass mein Bruder, der König von England, nicht über Gott steht, werden nicht wir diesen Mann richten, sondern Gott.
unser tägliches Brot. Das ist Wahnsinn! Aber das wird er auch nicht überleben. Das kann sie nicht tun. Wir vergeben unseren Schuldigern. Philipp! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Nein! Das könnt ihr nicht tun! Dies ist jetzt eine Angelegenheit der Kirche, Lady Aliena. Na toll, verbrenne Philipp, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich und ich haben einen Verräter wie Walloran in unserer Mitte geduldet. Wir waren Narren und Sünder, auch wenn wir es nicht wussten. Ich bete, dass Gott Philipp vor diesen Flammen erretten wird. Denn seine Erlösung wird auch eine Erlösung für uns Sünder sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oh, das tut mir so leid für Philipp. Wir haben seine Unschuld quasi bewiesen, aber er wird trotzdem verbrannt. Bei Gott, wir müssen doch etwas tun können! Hört sofort auf! Na toll, hier ist das Kapitel auch noch zu Ende. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ich bin raus. Tschö.